Also, ja, ich glaube, das ist der zweite Teil vom Powerlifters of Switzerland mit dem A-Type, a.k.a. Alain Jost oder Jost? Oder Jost. Jost, oder? A-Type für euch. Ja, ja. Followt ihn auf Instagram, falls ihr ihn noch nicht schon followt. A-Type. Yes. Ich musste in den letzten paar Tagen recht oft eingeben, darum weiss ich es jetzt mittlerweile auswendig. Also wir haben im ersten Teil haben wir ja über die Vergangenheit geredet, über die DSM, die EM, wo du dabei warst, für die Schweiz gestartet hast und so weiter. Falls ihr das nicht geschaut habt, dann könnt ihr jetzt hier oben draufklicken. Ich tue es auch noch in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr den ersten Teil euch reinziehen. Und heute geht es um die Zukunft, um die SM, um eventuell die 83 Kilo. Ja. Gewichtsklasse, wo der Herr joint, wo ich ja auch drin starte, wenn ich mal starte. ja, genau. Also, in 2,5 Monaten ist es etwa so weit. Stand heute. Bist du jetzt schon wieder in Wettkampfmodus? Oder bist du jetzt gerade irgendwie noch so ein bisschen am Abfahren immer noch vom letzten Wettkampf? Wie gehst du das genau an? Wie sieht es aus? Also ja, nach der SM echt zwei Wochen, hat echt einlaufmässig etwas gemacht. Und jetzt eigentlich schon wieder angefangen. Nicht so extrem spezifisch. Wie andere Blöcke für auf einen Wettkampf fahren. Ja. Aber so wie vom Mindset her und so, bin ich selten so motiviert. Ich kann nicht sagen, wie es aber echt. Ich freue mich wieder gegen starke Leute zu starten. Und vor allem ist es das erste Jahr, als ich die Open SM jetzt mache. Und ja. Halt, ja, also es ist schon motivierter als auch schon. Und auch jetzt kann ich wieder andere Gyms besuchen. Und yes. Also schon böse Wettkampfstimmung. Okay, geil, oh, geil, ja. Geil. Also für die Leute, die SM nichts sagen, das ist die Schweizer Meisterschaft im Powerlifting. Yes. 2021, Ende August in Basel. Genau. Yes. Und wer hast du so? Also eben, du startest in den 74er wieder. Ja. Man munkelt. Ja. Rumors. 74 fix. 74 fix. Wer hast du denn als. Wer hast du denn als Konkurrenz, wo du weißt, der wird definitiv auch starten? Wenn alles so ist, wie es halt ist, also wenn keine Verletzungen dabei sind, also ja, Adrien Moran. Ja. Shoutout, der Geist sich. Der Sascha Sofrin kennt man nicht. Okay. Der hat mal einen Quali-Wettkampf gemacht, vor 2 oder 3 Jahren. Ja. Irgendwie 85 als 74er toll. Genau, das ist einfach die Sache. Und darum, du weißt, wir wissen nicht. Vor 2 Jahren hast du es? Vor einem Jahr? 2. Eben darum. Smacky. Yes. Der Marek, ist der noch in den 74er oder ist er rauf? Jetzt weiss ich es nicht einmal. Weil der hat da 2,50 gezogen vor einem Jahr etwa. Oder um einem halben Jahr. Shit, jetzt weiss ich nicht einmal. Und ich habe gemerkt, er hat immer gesagt, er geht jetzt in 83er rauchen, weil die Katze so. Ja, ja, das klar, sage ja. Ich euch. Nein, ist ja. Geh. Nein. Das habe ich voll vergessen im Fall. Aber er in dem Fall, falls er noch 74 und nicht 83er startet. Ja. Und dann, wenn noch der Lukas Degen, aber. Ich denke nicht, dass Lukas startet, leider. Ja. Aber wenn die wären auf meinem Radar, es könnte immer irgendwo von ihnen jemand kommen. Aus dem Nichts. Ja, voll. Und der kleine Bruder von Wladimir. Oh, nein! Nein, darum. Das hoffentlich mein A-Game. Okay, geil. Voll. Geil. Alright, und ja, was peilst du an? Oder was hast du an der DSM das Total gehabt jetzt? 630. 630. Und jetzt einfach mal. Ich bin mir 100% sicher. Was hast du an der SM letztes Jahr gehabt? Also etwa 6 Monate vorher? Total? Ja. 615. Also 615, 630, ein halbes Jahr später. 15 Kilo. Ja. Aber all die Verletzungen, weil die Vorbereitung nicht so gut gegangen eben, ist. Eigentlich. Ja, ja, für DSM hatte ich viel mehr geplant, ja. Und ich wusste, ich kann so etwas grob Gas geben. Habe ich schon ein bisschen mehr geplant, aber
Umständen entsprechend ist es immer noch 15 Kilo PR. Trotz diesen Umständen ist es immer noch voll easy. Ja. Und was für das geplant ist, das ist der erste Wettkampf. Das wird, glaube ich, mein 9. Wettkampf. Das ist das erste Mal, als ich noch nicht darüber nachgedacht habe. Okay. Echt, ja. Weil es klar irgendwie so, gegen die, wenn ich jetzt grob müsste sagen, vielleicht gegen die 32 Squatte. Irgendetwas über 160 Benchen. Ja. Und mehr Deadlift. Das echt. Aber das Hauptziel ist für die DSM einfach 9 für 9. Weil, always. Ich bin noch nie 9 für 9 gegangen. Always. Das ist das Ziel. Das wäre das Ziel. Das wäre mal etwas. Ja, ja gut, aber ich meine, du holst dir aber trotzdem deine Kilos, weißt du? Ja, klar, voll. Und natürlich, to secure the bag ist ja. Priorität. Okay. Und wenn es eben, ich weiss, es wird sehr wahrscheinlich alles andere als einfach, eben, weil gerade sehr wahrscheinlich so viele starke Leute werden starten. Aber eben, wenn ich jetzt müsste sagen, vielleicht 56 plus, es könnte auch 46 sein, man weiss nie, was am Meet-Day selber wird sein, es könnte auch 16 sein, wer weiss. Aber eben, ich würde echt 12 Wochen, um Unterschied zu machen zur DSM. Okay. Also sind es jetzt, glaube ich, noch. Voll. 12 Wochen, ja. Ja, ich meinte, es sind 12 Wochen. Aber 12 Weeks to make a difference. Yes, geil. Voll. Das 12 Wochen Programm. Nein. Nicht das. Nein. Nicht das. Nein. Hast du aber eine Zahl, die du sagst, so 225 Squat, wollte ich einfach unbedingt haben, weil es 4 rote Plates sind? Oder 300. Nein, was? Oh! Hey! He really means it like that. Ja, lange ich so gedacht, so gerne nie eben 4 rote Squatten. 5 rote Deadliften. Und also von 3 roten Benchen bin ich noch gerade ein bisschen weg, aber kommt auch noch. Fix auch noch. Kommt noch. Nein, auch das, ich versuche, ich bis jetzt jeden Wettkampf habe ich immer gesagt, oh, ich will diese Zahl, ich will das. Also eben, und das, ich habe immer im Optimalfall gedacht, oh, wenn ich so das und das im Training mache, kann ich sicher das und das squatten. Und jetzt mittlerweile bin ich auch zu dem Schluss gekommen, nach 9 Wettkämpfen, dass vielleicht ist das nicht der Weg, wie ich gehen sollte, vielleicht funktioniert es für andere, zu sagen, ah, ich will an diesem Wettkampf die und die Zahl versuchen, aber ich versuche es jetzt eigentlich mal also wie eine andere Approach. Ja. Ich weiß gar nicht, was auf Deutsch heisst. Egal, ihr wisst jetzt nicht, was ich meine. Echt mal anders an die Sache herzugehen, vielleicht nützt es etwas. Ich werde es wahrscheinlich auch mal wieder versuchen, so wie ein bisschen mehr, nicht, also immer noch alles kontrolliert, wie ich schon gesagt habe, aber ein bisschen mehr Emotionen wieder reinzubringen, wenn man versucht, einfach ruhig, was ist es, aber vielleicht, also vor allem bei den Deadlifts ist es vielleicht echt nicht das, wie ich es machen sollte, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Zoll muss rauslassen. Aber das fing jetzt in den nächsten 12 Wochen raus, was für mich besser geht. Ja. Geil, ich finde es generell eine gute Idee von dir, dass du eben das 9 von 9 jetzt anstrebst. Ja, so. Weil du brauchst es definitiv von der SM. Also, ja. Wenn der ohne Power kommt, dann. Also ich glaube, er ist der grösste Konkurrent für dich. Wenn er dann. Also wenn er mitmacht. Okay. Ja, und eben, wenn man jetzt über die Rumors redet, oder? 83er. Passiert das? Wann passiert das? Ich meine, du bist von 66 auf 74 easy schnell eigentlich hoch. Ja, voll. Und einfach lean as fuck. Also viel leaner als erwartet, ja. Ich meine, ich bin auch von den 74er auf die 83er und bei mir sieht es nicht so aus. Darum machst du einiges besser als ich und richtiger. Wann passiert der 74 zu 83 Switch oder überlegst du dir das noch gar nicht? Ist das noch so weit weg?
Also, es ist eben schon so manchmal wegen dem angesprochen worden, wenn Gay suchen. Und vor allem, das von, es hat ja den Online-Wettkampf gegeben, wo ich allein 80 Kilo irgendetwas eingewogen und da vor allem mit Schuhen getrunken vorher. Ja, so. Da bin ich trotzdem bin ich morgen 77 rum. Ja. Aber seitdem hat es angefangen, der allein ist so schwer, es hat er nicht gerade durchgegeben. Aber eben, weil es so schnell gegangen ist, von 66 zu 74 ist. Und ich noch eigentlich so viel vorhabe in dieser Gewichtsklasse. Ja, eben, genau. Du hast noch Sachen, die du dir holen willst. Ja, voll. Also, nächstes Jahr sicher noch nicht. Ja, okay. Und alles andere. Also, es ist wirklich schon in 2 Jahre in die Zukunft denken. Schwer, ja. Also, ziehe mich sicher zu etwa 95%. Down the road gehe ich 83. Ja. Es wird passieren. Es ja. Aber du musst es nicht rushen. Nein, ja, vor allem ich habe noch Zeit. Das ist auch noch die Sache. Absolut, ja. Also ich finde das auch sinnvoll, dass du zuerst halt eben deine Rekorde noch holst in den 74er. Ja, alles abstaubst, mal ein bisschen durchrasierst. Ja, voll. Und dann kannst du in die 83er kommen. Und ja, bis dann hast du sicher auch ein grösseres Total, oder? Wir reden hier von 630 an einem schlechten Tag oder mit schlechter Vorbereitung. Ja. 650 rum wäre wahrscheinlich so an der SM jetzt, oder vielleicht mehr sogar, je nachdem wie die Vorbereitung läuft. Und 83er haben die jetzt, fängt 700 Kilo total. Ich habe jetzt nur die SM wieder im Kopf, aber ja. 700, 720, dort umeinander wird es etwa sein, oder? Und dann wirst du wahrscheinlich in einem Jahr, eins, zwei, mit dem Progress, den du machst, wie auch immer du das machst, wirst du dort sein. Ja. Und wenn wir gerade dazu kommen, coachingmäßig, wer verhilft dir zu diesen Kraftwerten? Bei wem muss man klopfen, um auch so stark zu sein wie du? Also ich bin der Coach von Niki Jäcki. Okay. Er ist mittlerweile der Präsident von KDK Schweiz. Ja. Und seitdem ich angefangen habe Powerliften, das ist jetzt vor ein bisschen mehr als 4 Jahre, glaube ich, bin ich zu ihm gegangen. Und ich irgendwie dann googelt Powerlifting Gym Bern drin, so etwas, ich weiß nicht genau. Und dann habe ich halt echt so wie ein bisschen rumgeschaut, da fing ich etwas. Und dann bin ich halt aufs CrossFit gekommen, wo so echt der einzige Ort war dann zumal noch. Habe ich mal so wie ein Bewerbungstraining gehabt, also ich habe ein Mail geschrieben und dann Zeit abgemacht. Dann, ich weiß noch. Und in meinen ersten 2 Jahren habe ich immer gedacht, ich bin schon der Shit, ich bin echt. Und dann bin ich auf die Welt gekommen, natürlich. Ich bin echt bodigt worden für die ersten paar Jahre. Und dann bin ich dorthin gegangen und dachte, der denkt sicher, ich bin stark. Und ich habe nicht gewusst, dass er nicht ist. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass er irgendwie schon 92 so geht und so Scheiße. Ich habe es nicht gewusst. Und dann war ich so dann trainieren und ich wusste, ich wollte etwas in diese Richtung machen. Es war dann eine Entscheidung zwischen, entweder gehst du auf die Bühne. Nein. Vielleicht in einmal, aber nicht wenn in der Nachspannung. Da kommt jetzt gerade. Wenn ihr wollt, dass der Boy im Bodybuilding mal sich beweist. Ich habe vorher ein paar Fotos von ihm gesehen, als er in den 66er war. Mit diesen Wayne Poppin auf den Beinen. Wenn ihr wollt, dass er mitmacht, dann schreibt mal da in den Kommentaren rein. Hashtag Bodybuilding A-Type. Meine Beine und mein Rücken würde ich alles tragen und den Rest ich so, yeah! Geil. Also du bist vom Niklas Jäcki ja, von gecoacht. Hast du auch vorher keinen anderen Coach gehabt, oder? Du bist immer bei ihm jetzt. Stay loyal. Yes. Klar, wenn es läuft, wieso nicht? Aber, ja, und es läuft auch. Und also ich habe no Interesse in mich zu wechseln, weil eben stay loyal ist eigentlich extrem wichtig für mich, weil ich sage immer wieder, ich bin ehrlich, ich hatte sehr Glück, dass ich gerade zu ihm gekommen bin. Und dann habe ich auch Leute ganz früh kennengelernt, wie Lukas Degen, Sven Sigrist, die so die ersten Leute, die dann für die Schweiz gestartet sind. Und, aber dann war ich irgendwie 19 und es war halt so wie, die Leute sind für die Schweiz gestartet und das so ist cool. Ja, geil, ja. Und dann, ich weiss noch, der Lukas Degen ist dann echt im Crossfit mit dem Sven und glaub, dem Dario zusammen. Okay. Dann habe ich mit ihm geredet und er hat mir Tipps gegeben. Es ist mir so krass vorgekommen. Ich jemand, der für die Schweiz startet, so etwas, ist so freundlich. Und es,
Ich habe schon viel denke ich so, ich möchte das auch mal. Ich möchte auch mal für die Schweiz starten und ich möchte auch mal so wie mit vielleicht Jüngern reden und ihnen ein bisschen Tipps geben. Und wenn ich nicht zu ihm gekommen wäre, wäre es auch ganz anders ausgegangen. Hätte ja vielleicht nicht den gleichen Progress gemacht. Und darum, zu ihm zu kommen, war schon dann das Beste gewesen, was mir hätte passieren können. Geil. Ich meine, wenn du so eine Coach-Bindung hast, oder so Coach-Trainee-Bindung hast, dann weißt du eigentlich auch in jedem Training, wo du gehst, ich habe 100% Vertrauen, das kommt gut. Und das ist schon geil, ja. Ja, also, ich muss sagen, zwischendurch frage ich noch ein paar Sachen, aber ich, weil es mir selber auch Wunder nimmt, ja, wieso jetzt genau, wo. Warum die Post-Deadlifts, oder? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Voll. Echt, was mich Wunder nimmt und vielleicht ein kleiner Plug zu dem, mein Coach ist ja selber mittlerweile auch. Wer Interesse hat, kann mir gerne schreiben. Wait a second, zu dem kommen wir noch. Ah, in dem Fall. Time out. Okay, gut. Nein, aber darum, was mich selber Wunder nimmt, weil ich selber noch lernen und aber auch das, so wie das. Das weitergeben, dass wenn irgendjemand mal zu mir kommt, dass ich auch vielleicht etwas zur nächsten Generation beitragen kann. Und ja, das ist mir echt sehr wichtig. Darum suche ich eigentlich auch, ich vor allem auch mit den Jüngeren noch so ein bisschen eine Bindung zu haben, ja. Dass ich eben ihnen auch ein bisschen zeigen oder Tipps geben kann. So. Geil.